Hallo Leute, hier ist mal wieder die Auffangstation für Vielquassler ohne Sinn und Verstand. Ich bin der Callcenter Crusher mit dem heutigen Kurzvideo. Viel Spaß mit dieser Aufnahme, die wie immer nach dem Intro startet. Hallo? Hallo, schon guten Tag. Herr Hauer habe ich am Apparat, richtig? Ja, das ist richtig. Ich grüße Sie, Herr Hauer. Lara Schmidt ist mein Name. Ich melde mich von Europas Haupthandelszentrum. Sie haben sich gerade registriert bei uns wegen Online-Trading, richtig? Europas Haupthandelszentrum? Genau. Sie sind gerade bei uns online. Ich war online bei Ihnen. Jetzt nicht mehr. Jetzt zeigt mir, Sie sind immer noch online, Herr Hauer. Nee. Wegen Kryptowährungen, oder? Ja, okay. Gut, okay. Genau. Also ich bin Ihre Kontomanagerin, Herr Hauer. Ich werde Ihnen dabei helfen, das vollständig zu aktivieren. So, sagen Sie mir bitte, machen Sie das mit dem Handy oder sind Sie am Rechner? Was mache ich mit dem Handy? Machen Sie mit Handy. Okay, Herr Hauer. Hallo? In dieser... Verstehen Sie Deutsch? Ja. Ich habe gefragt, was mache ich mit dem Handy? Sind Sie online mit dem Handy oder sind Sie am Rechner, habe ich gefragt. Ich bin am Rechner. Okay, super. So, da können Sie natürlich alles besser sehen. Herr Hauer, Erfahrung in dieser Richtung haben Sie schon oder sind Sie Anfänger? Mit dem Rechner habe ich schon Erfahrung, ja. Nicht mit Rechner. Ich meine mit Onlinehandel haben Sie Erfahrung, Herr ja, Hauer? Ja, ich habe schon jede Menge bei eBay verkauft. Okay, und machen Sie das immer noch? Ich verkaufe immer noch Sachen bei eBay. Okay, gut. Herr Hauer, schauen Sie, Plattform, was Sie von uns bekommen, das ist eine automatische Plattform und ist eigentlich für die Anfänger geeignet oder für solche Leute, die wenig Erfahrung in diese Richtung haben. 90% von unseren Kunden sind ja sowieso ohne Erfahrung. Deswegen, Sie bekommen zusätzlich noch Unterstützung von unseren hochqualifizierten Handelsexperten. Ja? So, Ihre Handelsexpert wird einen Handelsplan für Sie erstellen und Sie bekommen jedes Mal Nachricht, wann Sie zum Beispiel Ihre Gewinne auszahlen sollen, ob Sie das weiter reinvestieren sollen und so weiter. Okay? Also okay. Allein werden Sie das nicht machen, sondern mit uns zusammen. Herr Hauer, Registration haben Sie vollständig gemacht. Letzter Schritt ist die Einzahlung. Startkapital haben wir 250 Euro, haben Sie bestimmt gesehen auf unserer Webseite. Können Sie natürlich mehr einzahlen, zum Beispiel 500 Euro. Dafür bekommen Sie auch 50 Euro Bonus zusätzlich. Können Sie auch 1000 Euro investieren, dafür bekommen Sie 75 Euro zusätzlich Bonus und so weiter. Okay? Ja, gut. Gut. Herr Hauer, und die Einzahlung? Von der Startkapital können Sie ganz einfach mit Online-Banking machen. Sie nutzen bestimmt Online-Banking, oder? Ja, naja, gut, ich habe ein Bankkonto, aber ich nutze kein Online-Banking. Okay, haben Sie vielleicht Kreditkarte? Damit können wir das auch machen. Ja, ich habe eine Kreditkarte, ja. Okay, gut. Dann können wir das mit Kreditkarte aktivieren. Herr Hauer, welche Kreditkarte ist das? Master oder Visa Card? Mit Mastercard geht das einfacher. Müsste ich nochmal gucken. Ja. Müsste ich nochmal gucken. Ich hab mehrere Karten, aber. Okay. Mal schauen. Was kann ich denn bei Ihnen überhaupt handeln? Ich meine, wenn Sie. Also wir haben mehrere Möglichkeiten, Herr Hauer. Natürlich, bei uns Priorität ist Bitcoin, aber können Sie auch zum Beispiel mit Aktien handeln, mit Forex und so weiter. Je nachdem, wie die Situation am Finanzbörse ist und je nachdem, was Ihre Handelsexpert Ihnen empfehlen wird. Okay? Okay. Gut. Und gut. Ja, gut, das ist so. Ja, gut. Auf jeden Fall, die technische Sache, alles wird Ihre HandelsexpertInnen zeigen und erklären, Herr Hauer. Ich bin zuständig, damit wir Ihre Handelskonto vollständig aktivieren. Und dann nächste 24 Stunden, sobald wir das aktivieren, bekommen Sie Anruf von Ihrem Handelsexpert. Und Ihre Handelsexpert wird Ihnen alles Schritt zu Schritt erklären und zeigen, wie das weiter funktioniert. Ja. Okay? Also, und wie viel kann ich bei Ihnen jetzt verdienen?
Genaue Summe, Herr Hauer, zum Beispiel, wenn Sie minimale Summe einzahlen, 250, sage ich jetzt Beispiel. Ich kann Ihnen genaue Summe nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist komplett abhängig, wie die Situation am Finanzbörse wird und mit welcher Vermögenswerte Sie dann anfangen zu handeln. Zum Beispiel, wenn Sie mit Bitcoin anfangen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mit Bitcoin zu anfangen, weil im Juli erwarten wir sehr, sehr, also Preiserhöhung sozusagen von Bitcoin. Und in diesem Fall haben Sie natürlich sehr gute Gewinnmöglichkeit. Jetzt ist Preis von Bitcoin sehr niedrig, haben Sie bestimmt mitgekriegt. Und im Juli erwarten wir, dass es hochsteigt. Ja, aber der Preis von Bitcoin war doch schon eine ganze Ecke tiefer. Also ist es ja, Ja. dann wird es jetzt teurer. Woher wissen Sie denn, dass es jetzt nicht noch wieder runtergeht im Preis? Nein, nein, also runter geht es, soll es nicht gehen. Ja, Wie gesagt, soll also es nicht? Situation. Soll es nicht, Ja. ist klar, aber das weiß doch keiner. Das weiß keiner, also auf jeden Fall Richtig, die genau. Handelsexperten, Herr Hauer, die machen richtige Prognose und Analyse. Genau deswegen bekommen Sie zusätzlich Ihre Handelsexpert. Wenn Sie zum Beispiel Risiko haben, dass es nochmal runtersickt, dann Sie bekommen sofort Nachricht, dass Sie auszahlen sollen oder weiter an andere Vermögenswerte reinvestieren müssen. Verstehen Sie? Genau davon bekommen Sie dann, dafür bekommen Sie Ihre Handelsexpert. Ansonsten Programm Kaufen und Verkaufen macht alles automatisch. Aber die Prognose kann doch die Plattform nicht sagen und genau deswegen haben Sie Handelsexpert Ja, zur und Verfügung, das heißt sozusagen. also, der Handelsexperte gibt mir eine Garantie, dass der Preis steigt. Habe ich das richtig verstanden? Handelsexpert gibt Ihnen Garantie, dass Sie weniger Verluste machen. Verstehen Sie? Wie Ach, gesagt, das ist also na wie Sie nett. gesagt. Das ist ja nett, dass Herr mir ein Hauer, schauen Sie. Anwalt. Darf ich mal ausreden? Warum Ja, gibt mir. natürlich. Ja, das ist nett. Ein Handelsexperte gibt mir eine Garantie, dass ich weniger Verlust mache. Ich möchte gar keinen Verlust machen. Warum sollte ich sonst einzahlen? Schauen Sie, Herr Hauer, wie Sie selber gesagt haben, ja, das kann ja keiner Ihnen genau sagen, wie die Situation zum Beispiel am Finanzbörse morgen wird. Aber wie Richtig. gesagt, ich Und wie kann wiederhole, der genau. Handelsexperte denn sagen, dass es im Juli steigt? Also ich habe gesagt, wir erwarten große, also dass es hochsteigt. Ja, Das das hat diese erwarten Sie, aber Information das haben wir. heißt doch nicht, dass es passiert. Nee, schauen Sie, 100% Garantie geben wir Ihnen nicht. Weil am Finanzbörse kann doch alles passieren, Herr Hauer. Genau Aber das wie ist gesagt, es. die sitzen ganze Tag, ganze Zeit am Computer, die analysieren, also analysieren alles und wir vertrauen natürlich unsere Experten. Verstehen Sie? Auf jeden Fall, Herr Hauer, schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel Verluste machen, davon bekommen wir auch gar keinen Cent. Von Ihrer jede ausgezahlte Profite bekommen wir 1% Provision. Genau davon bekommen wir unsere Lohn und davon bekommen wir auch irgendwas. Verstehen Sie? Wenn Sie alles verlieren und wenn Sie gar keine Gewinne machen, davon bekommen wir auch gar keinen Cent. Das heißt, wir werden alles für Sie machen, damit Sie erfolgreich handeln können, ja, und damit wir, also beide Seiten zufrieden bleiben. So, auf Okay. jeden Fall, was noch wichtig ist, Herr Hauer, Sie testen das erstmal. Sie werden alles mit eigenen Augen sehen, zum Beispiel, wie viel Sie damit mit Ihrer Investition dann Profite erwirtschaften können, wie das überhaupt funktioniert. Und wenn irgendwas Ihnen nicht gefällt, aussteigen können Sie jederzeit. Okay? Okay, dann muss ich So. mir jetzt Ihre Webseite nochmal angucken. Welches war jetzt nochmal Ihre Webseite? EUTDERGO, da befindet sich Ihre Plattform. So Sie schnell haben kann sich registriert. ich das nicht schreiben. Also EU, du, ich buchstabiere Ihnen. ja. EU, also Emil Udo, dann kommt T wie Theodor, R wie Richard, haben Sie? Ja. A wie Anton, Ja. D wie Dora, Ja. E wie Emil, Ja. R wie Richard, Ja. G wie Gustav, Ja. O wie Otto. Ja. So, da befindet sich Ihre Plattform. Und dann die Domainendung .de. Punkt.de oder Punkt.com können Sie auch eingeben, weil Sie Punkt. können das auf Deutsch auch umstellen. Nein, .de ist also Ah, Punkt.io, also Ida und O Ach wie so. Otto. Genau. Okay, gut, dann haben wir das. Und Genau. Ihre Firma ist eine versierte alte Firma, ist schon lange am Markt.
Ja, wir sind internationale Unternehmen, Herr Hauer. Wir haben Filiale in Österreich, in Deutschland, in Schweiz und so weiter. Das hatte ich Also. ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie lange Ihr Unternehmen am Markt ist. Was meinen Sie bitte? Wie lange ist Ihre Firma am Devisenmarkt tätig? Wie lange existiert Ihre Firma? Ach so, seit 7 Jahren, Herr Hauer, seit 7 Jahren sind wir im Finanzbörse. Ja, okay. Und Ich höre Sie ein bisschen abgehakt, Entschuldigung, habe ich die Frage nicht verstanden. ja, gut, okay. Und wo ist ja der Hauptsitz Ihrer Firma? Unsere Hauptsitz ist in Großbritannien, Herr Hauer, in London, und davon bekommen Sie auch Anruf von Ihrem Handelsexpert. Ja, weil Sie Firma ist rufen. registriert in Großbritannien, genauer Ja, sagen. dazu kommen wir gleich. Warum rufen Sie mich dann mit einer Nummer aus Österreich an? Wir sitzen in Österreich. Wie gesagt, Herr Hauer, wir haben mehrere Filiale. Jetzt, ich persönlich bin in Österreich. Wir haben auch Filiale in Deutschland, in Schweiz und so weiter. Aber unsere Firma ist registriert in Großbritannien. Das wollte Okay, ich Ihnen sagen. dann Und sind Anruf Sie. von Ihrem Handelsexpert bekommen Sie auch von Großbritannien, damit Sie Bescheid wissen. Ja, Sie sind registriert in Großbritannien. Bei wem sind Sie da Genau. registriert? Was meinen Sie, bei wem sind wir Sie haben registriert? doch gesagt, Sie sind registriert in Großbritannien. Bei wem sind Sie Ja. registriert? Nein, ich habe die Frage nicht verstanden. Bei wem? Was heißt, bei wem sind wir registriert? Also alle. Sie haben Ja. gesagt, Sie sind registriert in Großbritannien. Und da habe ich Genau. gefragt, wo sind Sie registriert? Bei welcher Die Behörde sind Adresse Sie? brauchen Sie. Nein, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, ich würde Ja. gerne wissen, wo sind Sie reguliert? Sie sind Ach so. eine Finanzdienstleistungshandelsplattform und da müssen Sie irgendwo registriert sein und reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Das können Sie alles auf unserer Webseite Nee, finden, ich Herr habe Sie doch Hauer. gerade am Telefon. Können Sie mir das nicht sagen? Ich kann Ihnen die Webseite senden, wo Sie das Nee, alles nee, lesen nein, können, Herr nein. Hauer. Okay, also Sie wollen mir das nicht sagen. Habe ich das richtig verstanden? Nee, Herr Hauer, schauen Sie, ich bin dafür zuständig, damit wir dann Registration alles richtig durchführen. Alle Fragen können Sie später Ihre Handelsexpert fragen. Er oder Sie, also ich meine jetzt Ihre Handelsexpert, wird Ihnen alles Schritt zu Schritt erklären und auch zeigen, wenn es für Sie so wichtig ist. Ja gut, dann wo finde ich denn das auf Ihrer Webseite? Ich habe Ihnen doch buchstabiert die Nein, ich Webseite. und wo finde ich, wo Sie registriert sind? Sie haben Auf gesagt, unserer ja, wo Webseite steht denn? das Wo alles. denn? Wo denn? Oh Gott, Oh Gott, Moment ja. bitte, ich frage mal ganz genau, wo das steht. Moment. Moment bitte, ich frage mal. Ja. Moment bitte, ich werde Ihnen Links senden, wo Sie das Nee, finden können. Moment. Sie können es mir da einfach sagen. Ich bin ja jetzt auf Ihrer Webseite. Wo ist das auf Ihrer Webseite? Ich sende Ihnen einen Link, wo Sie das direkt dann anschauen können, ja? Also haben Sie das, wissen Sie nicht, wo Sie reguliert sind und Sie wissen auch nicht, wo es auf Ihrer Webseite steht. Sie müssen mir Ich jetzt werde Ihr. Ihnen das direkt zeigen, Nee, Sie können es oder? mir doch sagen, wenn es zu kompliziert ist. Ich bin direkt auf Nein, ich Ihrer habe. Webseite. Wo steht das da? Ganz unten muss das stehen, ganz Nee, unten. wo denn? Da steht nichts. Auf der Startseite Ihrer Webseite steht unten, ich gucke drauf, so, ganz unten, jede Menge. Moment bitte, ich werde Ihnen einen Link senden. Nee, ich sehe doch gerade, hier steht die Risikowarnung, aber da steht nicht, wo Sie reguliert sind. So, jetzt gucken wir da oben nochmal, über uns zum Beispiel. Bei über uns muss das sein. Ja, ich gucke gerade drauf. Und da auch ganz unten sicherlich, ne? Genau, ganz unten muss das sein Nein, normalerweise. steht es auch nicht. Da steht auch nur die Risikowarnung und nicht, wo Sie reguliert sind. So, Moment. Ich habe jetzt Ihnen einen Link gesendet, da können Sie das anschauen. Ja, komisch, aber ich verstehe nicht, warum Sie mir das nicht sagen. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ich kenne das, aber genau wo das steht, Sie können doch das nicht finden, dann warum möchten Sie direkt Link nicht anklicken Weil ich einfach? gerade nicht auf mein E-Mail-Postfach zugreifen kann.
Warum nicht? Weil ich Rechnerprobleme habe. Mit meinem E-Mail-Postfach. Moment. Darf ich Ihnen sonst noch was aus meinem Leben erzählen? Bitte? Ja, ja, schon klar. Also, Sie können es mir nicht sagen. Dann leiten Sie mich doch an irgendjemand weiter, der mir sagen kann, wo das auf Ihrer Webseite steht. Okay, ganz kurz bitte. Hallo. 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 Ja, wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie. Frau Kester ist hier, die Abteilungsleiterin. Was kann ich bitte für Sie tun? Ich hatte Ihre Kollegin gefragt, wo auf Ihrer Webseite steht. Bitte? Ja, ich höre Sie zu. Ja. Herr Hauer. Ja, richtig, genau. Ich hatte Ihre Kollegin gefragt, wo auf Ihrer Webseite steht, wo Sie registriert und reguliert sind. Welche Regulationen möchten Sie haben? BaFin reguliert? Ja, nein, registriert ich möchte... Lassen Sie mich doch einfach mal, ausreden. Meine Herren, Ihre Kollegin hat gesagt, es stünde auf Ihrer Webseite, wo Sie reguliert sind. Da steht nichts. Ich habe Ihre Webseite durchsucht, da steht nichts. Wo sind Sie reguliert? Auf unserer Webseite steht das nicht. Ach, aber warum hat Ihre Kollegin das gesagt? Sie ist total neu bei uns. Bestimmt hat sie jetzt Fehler gemacht. Schauen Sie. Herr Hauer, also auf der Webseite steht natürlich nicht. Wenn Sie irgendeine Webseite mir zeigen, wo steht diese ganze Sachen? Ja, es gibt diese Webseiten, natürlich. Nee. Doch, gibt es. Soll ich? Wo sind Sie denn nun reguliert? Also, ich habe doch zugehört. Sie stellen Fragen, aber Sie sollen auch zuhören, ja? Herr Hauer, wir sind registriert, Firma ist registriert in Großbritannien. Das ist ja in Midham, England. Ich kann Ihnen auch senden die Registrierungsadresse und die Firmennummer. Okay? Identifikationsnummer 14 13 62 77. Das ist unsere Identifikationsnummer in Großbritannien. So, ganz ehrlich zu sagen, wenn Sie irgendwo lesen, diese volle Informationen, wir können das wunderbar aufbauen, die Webseite, ja. Aber wenn es um Handel geht, Sie sollen das selber testen. Sie sollen die Entscheidungen nicht nach Webseiten treffen, weil ich habe selber sehr schlechte Erfahrung vor 7 Jahren gemacht, obwohl Webseite sah wunderbar aus. Sind Sie fertig? Ich habe Sie jetzt ausreden lassen. Sie sagen ja im Prinzip nichts. Sie finden jetzt, Herr Hauer, das höflich, was Sie jetzt gerade gemacht haben? Sie quasseln in eins durch. Ich habe was ganz anderes gefragt. Also, wo sind Sie reguliert? In Großbritannien gibt es nur 2 Behörden, die regulieren. Welche von den beiden haben Sie? Bei welcher von den beiden werden Sie reguliert? Kennen Sie SIG in Großbritannien? Nein, es gibt nur zwei Regulierungsbehörden für Finanzdienstleister. Das ist die FCA und das ist die PRA. Bei welchen von den beiden sind Sie reguliert? Bei FCA ist auch reguliert, aber da steht die Webseite auf der Webseite. Bei der FCA, okay, das ist doch schon mal richtig. Gut. So langsam kommen wir weiter. Gut, dann geben Sie mir bitte mal die FCA-Regulierungsnummer. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Doch, das müssen Sie sogar. Warum denn? Dazu sind Sie verpflichtet. Jedem Mann... Nein, doch, sind Sie. Das heißt, Sie haben sicherlich keine Regulierungsnummer, oder? Natürlich, das haben wir. 600.a. Ja, also Moment mal bitte. Warum sind Sie so skeptisch? Naja, gut, ich bin Was Investor. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich kann Ihnen sagen, warum. Ich bin ein Investor und ich möchte gern wissen, weil reden Sie mir doch nicht dauernd dazwischen. Meine Herren. Also, also lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, statt ständig dazwischen zu reden. Ich bin ein Investor, ich möchte gerne wissen, bei welchen Firmen ich investieren könnte. Und dazu ist es wichtig zu wissen, wo diese Firma reguliert ist. Sie sagen bei der FCA, dann geben Sie mir bitte die FCA-Regulierungsnummer. Haben Sie was zum Schreiben? Natürlich. Das ist ja 600.2.
Punkt 17. Nein, das stimmt nicht. Ein Punkt ja, ist in das der. ist ja unsere Nein, Nummer. na, aber nicht bei der FCA. Doch. Nein, die 600. Dann wissen Sie überhaupt gar nicht. Lassen Sie mich doch mal. Davon. Ach, Sie haben keine Ahnung. Die Regulierungsnummer bei der FCA sind 6 Zeichen. Und kein Punkt dazwischen. Doch. Nein, nicht. Also geben Sie mir jetzt die FCA-Regulierungsnummer oder nicht? Habe ich doch durchgegeben. Sagen Sie es nochmal, ich gehe jetzt mal direkt ein. Ja. 600? 600 Punkt. Ja, Punkt 2, Punkt 13. Punkt 13. Jetzt lasse ich einfach mal die Punkte weg, weil bei der FCA-Nummern gibt es keine Punkte. So, und welcher Name ist das dann unter dieser, die Firma? Wir sind ja EU-Trader. Nee. EU-Trader. Nein, mit der Nummer sind Sie nicht bei der FCA registriert. Doch, das ist unsere Registrierungsnummer. Dann finden Sie etwas falsch. Nein, ich glaube, das mit den Punkten ist falsch. Sie wissen ja, gar dann nicht, schreiben Sie ohne Punkte. Ja, habe ich gemacht. Und dann wird mir eine Firma angezeigt. Aber das ist nicht Ihre Firma. Ja, welche Firma ist da angezeigt? Das werde ich Ihnen, sagen Sie mir doch, welche da unter Ihrer Nummer eingezeigt ich hab wird. Doch ich habe doch gesagt. Nee, Ihre Firma ist es nicht. Also nochmal, was suchen Sie jetzt? Sagen Sie mir direkt. Verstehen Sie es immer noch Sie, nicht? Herr Hauer? Verstehen Sie es immer noch nicht? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ja, das ich ist verstehe klar. Sie nicht. Was möchten Sie von uns hören? Ich möchte gerne wissen, wo Sie das reguliert. Das habe ich durchgegeben. Wissen Sie, reden was? Sie mir nicht dazwischen permanent! Ich schreie, solange ich will, wenn ich einen Betrüger am Telefon habe. Verstehen Sie es immer noch nicht? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen nicht alles Gute. Ein dreckiger Betrüger. Ich ein dreckiger aber. Betrüger. Ja, Sie bekommen ja, Sie sind ein Anzeige dreckiger. Von uns ja, natürlich. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sehr schön. Ganz YouTube lacht über Sie. Ganz YouTube lacht über Sie. Haha. Sie kapieren es immer noch nicht. Sie sind bei YouTube live. Betrüger. Wir haben Sie an der Nase herumgeführt. Sie sind ein dreckiger Scammer. Mehr sind Sie nicht. Und ich warte. Wieder nicht geklappt. Und ich freue mich auf Ihre Anzeige. Sehr schön. Ja, da bin ich auch gespannt auf die Anzeige. Ja, das stimmt. Schämst du dich eigentlich nicht? Dann kriegen wir wenigstens Ihren echten Namen. Natürlich. Natürlich. Ja. Vor allem das Schöne ist, die Nummer, unter der sie da angeblich registriert hat, ist eine Firma aus Italien. Oh, komisch, ne? Ja. Keine Ahnung. Bescheißen wollen und zu doof zum Bescheißen. Mann, sind Sie dumm. Sind Sie ein dummer Scammer. Und zu doof zum Auflegen ist es scheinbar auch. Wollt ihr noch immer noch dran? Wollen Sie noch mal ein bisschen Grüße an die YouTube-Gemeinschaft loslassen? Nein? Möchtest du deine Mami oder deinen Papi grüßen? Das wollen sie doch nie. Wollen wir nach Indien kommen?